Servus Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Metzgermeister Rögele. Heute zeige ich euch, wie wir die Schäuferle, ihr habt es schon bei den Schultervideo gesehen, schaut in die Beschreibung rein, falls so nicht, schaut euch erst das an. Also, wir zeigen euch heute, wie wir die Schäuferle sägen, weil so ganz ist vielleicht ein wenig krass als Portion. Halbe langt's uns, halber. So, hier habe ich schon eingeritzt, könnt ihr sehen. Hier müssen wir noch. Ihr könnt es folgendermaßen machen. Entweder ihr habt ein scharfes Messer oder ihr nehmt ein Cuttermesser. Cuttermesser sind dafür ein sehr, sehr guter Ersatz. Aber das braucht man nicht. Wir haben scharfe Messer. Und damit können wir es auch ganz entspannt hier mit der Spitze schön einritzen. Aber sind eure Messer stumpf, dann müsst ihr halt auf jeden Fall ein Cuttermesser nehmen, weil sonst kommt ihr nicht durch oder schneidet dann zu tief, weil ihr zu viel Druck aufwendet. Wie es zum scharfen Messer kommt, habe ich auch schon aufgenommen. Also gut, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können wieder, wie mit dem Kotelett, die Handsäge nehmen, um die durchzusägen, oder wir nehmen unsere Säge. Ich zeige es für euch einmal an der, weil das ist praxisnäher für euch, und einmal, wie wir es im Betrieb machen, wie es halt entspannter ist. Genau. Wenn wir das jetzt hier mit dieser Säge machen wollen, müssen wir folgendermaßen vorgehen. Wir schneiden hier Fleisch schon mal vor. Bei der Hälfte halt, ist klar. Auf beiden Seiten komplett durch. Also so gut wie es geht. Achtung, hier kommt noch mal so ein Knochen durch. Also nicht wundern, wenn es ein wenig fest ist. Nicht mit dem Messer draufhauen, sondern dann einfach mal kurz ein wenig ausweichen. Oder nicht ausweichen, sondern einfach nicht draufschneiden. Schont eure Messer. Die danken es euch. Dann brauchen wir ein Handtuch. Jetzt denkt euch, warum Handtuch? Ich könnte es jetzt hier schon so anlegen am Tisch, aber rutscht vielleicht ein wenig leicht weg. Mit dem Handtuch haben wir das Ganze wie mit einem Brett. Ihr kennt's. Dazwischen drin sorgt dafür, dass es nicht so wegrutscht. Dann nehmen wir das ganze Stück und machen es jetzt hier ganz langsam bei der Hälfte. Ja, die Hälfte ist die Hälfte. Fahren wir das hier durch. Na, manchmal hackt's, dann geht er mal kurz zurück, macht's nur drückt und drückt nur noch. Wenn ihr wegkommt, ist auch kein Thema, passiert. Das ist dann, wenn ihr zu wenig Druck drauf habt, beziehungsweise durch die ziehende Bewegung zieht ihr sie automatisch mit der Kraft nach oben. Kennt ihr alles von Physik. Okay, und jetzt machen wir es von der anderen Seite. Wir haben es jetzt hier vorgesägt, aber das hat jetzt die ganze Zeit gehackt, deswegen probiert, machen wir es jetzt so rum. Wir sägen jetzt hier weiter, von der Seite. Müsst ihr echt immer schauen, gut Druck drauf. Gleich haben wir den Kopf durch. Ist nicht mehr viel. Gut. Okay. Durch dass wir es gut greifen mussten, ist es jetzt gerade ein bisschen alles schwammig. Aber das richtet sich wieder im Ofen. Jetzt haben wir hier was wegschaut, das brauchen wir nicht. Haben jetzt hier, ihr seht, es ist nicht so schön. Ich mache es auch nicht so oft, bin ich ehrlich, weil wir haben ja unsere Säge. Haben jetzt hier unsere zwei halben Stücke. Eine Möglichkeit, um sie zu halbieren. Wie wir es im Betrieb machen, wir nehmen unsere Säge, den Abstandshalter hier brauchen wir nicht, schauen uns das Stück an. Und haben es jetzt dann hier in der Hälfte durchgesägt. Könnt jetzt hier, ihr seht ja, hier schaut es gut raus. Schneiden wir das noch ein wenig weg an der Seite. Und dann habt ihr hier zwei relativ gleich große Stücke, so dass es passt. Genau, die haut ihr jetzt euch in den Ofen rein, aber sowas wie Kochen oder so, das kommt erst im Herbst rum. Genau, bleibt gespannt. Deshalb, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr das dann auch nicht verpasst, wenn wir kochen oder sonstiges machen. Und lasst gerne ein Like da, wenn ihr mehr sehen möchtet. Ansonsten, vergesst nicht eins, lasst euch nicht von der Masse verleiten, lasst uns bei der Qualität bleiben. I make it look like I'm losing.